Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal von BM Creation den Nissan Silvia S14 an. So, und da haben wir das fein detaillierte Exemplar. Wir haben hier einen Doppelrohrauspuff, wir haben eingesetzte Rückleuchten, wir haben eine saubere Bedruckung und auch vorne gibt es eingesetzte Scheinwerfer, Spiegel sind extra angesetzt, Scheibenwischer sind auf jeden Fall zu erkennen. Und ja, das Fahrwerk wirkt hier vielleicht noch ein bisschen hoch, aber das Schöne bei BM Creation, man kann es ändern. Und den weinroten, den gibt es natürlich bei mir im Online-Shop, könnt ihr jetzt unten in der Videobeschreibung den Link finden. Ja, wie gesagt, vorne sind auch eingesetzte Scheinwerfer und das Kennzeichen wirkt lediglich ein bisschen wuchtig da vorne dran. Hier haben wir übrigens noch ein grünes Exemplar, der ist schon etwas tiefer gelegt. Wie gesagt, das ist das Schöne bei BM Creation. Wir haben insgesamt drei verschiedene Stufen, die zur Verfügung stehen an der Höhe. Hier hätten wir noch ein schwarzes Exemplar mit den dazugelieferten Chromfelgen. Kommt dann noch tiefer. Leider habe ich aber trotzdem nur den roten im Online-Shop. Und man kann hier schon erkennen, das Rad vorne steht etwas ulkig. Ja, man kann nämlich auch bei den Autos die Vorderachse bewegen, also lenken. Sieht zwar etwas ulkig aus, aber gucken wir uns jetzt erstmal das Ganze etwas genauer an, wie es verpackt ist. Wir haben hier eine Pappschachtel im Containerdesign. Darin ist dann ein Kunststoffcontainer und darin befindet sich dann das Auto. Hier gibt es noch einen kleinen Zettel dazu. Da wird dann noch mal genau erklärt und gezeigt, wie das mit der Tieferlegung und dem Räderwechseln funktioniert. Gucken wir uns natürlich auch gleich im Video noch an. Ja, aber packen wir jetzt erstmal das Auto noch aus. Wir haben es hier in einem Kunststoffblister, damit es nirgendwo gegenknallen kann. Und da hinten dran haben wir die zusätzlichen Räder. Ansonsten, wie gesagt, fein bedruckt vorne, hinten, extra eingesetzte Scheinwerfer, Rückleuchten. Und auch der Unterboden ist durchaus sauber gemacht und natürlich zum Aufschrauben, damit wir die Räder wechseln können. Die Konstruktion war erstmal etwas ulkig. Hier kann man aber die Vorderachse sehen, sie kann lenken. Das Problem ist bloß, Auto rollt, aber das Problem an der Vorderachse ist, die Anlenkpunkte sozusagen sind relativ mittig oder weit weg von den Felgen. Dadurch sieht es beim Einlenken manchmal etwas ulkig aus. Aber es würde funktionieren und im Gegensatz zur Ära, wenn man die Räder gerade stehen hat, hat man ein astreines Modell. Also schrauben wir auf und legen mal ein Stück tiefer. So, hier haben wir noch das Inlay. Echt sauber gemacht. Alles da. Selbst Lautsprecherabdeckung, Lenkrad bedruckt und wenn man hier guckt, man kann auch sehen, der Tacho ist bedruckt. Armaturen sind zwar nicht bedruckt, aber hier die vier Rundinstrumente im Tacho sind vorhanden und auch das Lenkrad ist bedruckt, so wie es beim Original war und die vorderen Lüftungsdüsen für die Seitenscheiben sind auch silber abgesetzt. So, und da haben wir dann die Bodenplatte mit den Achsen. Wenn man die Schrauben löst, kann man die Achsen in Einzelteilen herauspulen. Muss ja nochmal gucken mit der Lenkung. Also ich finde es interessant gemacht, aber wie gesagt, durch die sehr weit innen anliegenden Anlenkpunkte sieht es halt auf der einen Seite manchmal ein bisschen ulkig aus. Und ich lasse das Auto doch eher gerade stehen. So, wir haben hier eine kleine Zwischenplatte, die kann man vorsichtig rausnehmen. Dann kann man vorsichtig das linke und das rechte Rad rausnehmen. Und wenn man dann diese Zwischenplatte nach unten setzt, kommt das Auto schon gleich ein Stückchen tiefer. So, Bodenplatte oder Zwischenplatte neu reingesetzt. Und jetzt kommt es da drauf. Gut, so wäre er extrem tief. Wir sollten das Rad vielleicht richtig rum einsetzen. Und dann passt es auch. Und wenn man das auch vorne gemacht hat, dann ist er schon ein Stück tiefer. Und wie gesagt, mit den dazu gelieferten Chromfelgen kommt da noch ein Stück tiefer. Finde ich eine super Sache, ein sehr schönes Modell. Wie gesagt, jetzt bei mir im Online-Shop zu finden. Link gibt es in der Videobeschreibung. Und ja, und wenn das Auto dann wieder zusammengeschraubt ist,
schaut es dann halt so schon etwas tiefer aus mit den Serienfelgen. Wie gesagt, die Chromfelgen wären noch ein Ticken tiefer. Ich finde, es ist ein astreines Modell geworden. Die Detaillierung stimmt, die Proportionen stimmen. Lediglich das Kennzeichen vorne finde ich irgendwie sehr stark in der die Materialstärke etwas krass. Aber trotzdem ein schönes Auto. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen. Wir sehen uns dann wieder nächsten Freitag. Bis dahin bleibt gesund und ciao, ciao.